Hallo YouTube, Arztdienst hier. Die Monarchen sind back. Yo, das Structure Deck. Wie heißt das überhaupt? Emperor of Darkness. Ist angekommen, gestern schon. Ich musste wegen euch dreimal zur Post rennen. Unglaublich, ich habe die Versandtaschen einfach nicht mit einmal wegbekommen, weil es einfach viel zu viel Nachfrage war nach dem Deck. Alles ist jetzt durch. Das sollte heute bei euch ankommen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken damit. Jo, und jetzt gibt es wie immer zum Freitagmorgen einen Wochenbericht von mir. Tjo! Die Monarchen sind da. Was sagt das uns? Das sagt mir vor allem, das war das Deck damals, mit dem ich in die Turnierszene eingestiegen bin. Also sonst habe ich immer so zu Hause gespielt, dann kamen die Monarchen raus mit Baumforsch und so und schwupps hat man Turniere gespielt. Jo, es ist so ein bisschen das Retro-Feeling, das war das von damals halt, dass es jetzt wieder aktuell ist. Zwar jetzt mit ein bisschen anderen Sachen, aber gut, es sind immer noch Monarchen. Aber es läuft ganz gut mit dem Verkauf, von dem Deck vor allem. Einzelkartenmäßig ist nicht so toll, weil wenn ich hier so lese, bis auf Soulcharge, Mathematiker und vielleicht noch Dandelion, hat man ja kaum Staples drin, ne? Vor allem die Vereine, die sind ziemlich frustrierend, nichts Tolles wirklich dabei. Und naja, mal gucken, wie der Verkauf läuft. Doch bevor ich euch jetzt ein paar Karten dazu nenne, erstmal wieder die wichtigen Termine. Ich bin die nächsten zwei Wochen nicht auf Turnieren unterwegs, weil ich mal wieder was mit Leuten in Halle mache und der Februar allgemein schon richtig voll ist. Wir haben in zwei Wochen, am 13.02. unser zweites MHL-CS. Turnier in Leipzig beim Oldie im Cardshop. Da bin ich auch vor Ort, werde Videos aufnehmen und Karten ankaufen. Wer also noch Geld braucht für Prag und Karten über hat, der kann die gerne an dem Tag mitbringen und bei mir abliefern. Das gleiche wird die Woche drauf passieren in Halle. Da mache ich mal wieder ein Championship von den CCGlern, aber diesmal ein Challenge, wie ich damals in Eutritsch hatte. Das heißt, es wird ein bisschen voller in Halle. Ich hoffe, ich kriege das hin. Hab normalerweise Platz für 72 Leute. Habe mich auch schon drum gekümmert, dass ich Bierbänke und Tische bekomme. Im Falle, wir werden mehr. Da suche ich noch zwei Schiedsrichter für. Falls ihr gerade so dran seid zu Schiedsrichtern und aus meiner Region kommt, meldet euch mal bei mir. Ich würde mich freuen, wenn ich da noch zwei finde. Weil so meine ganzen Schiedsrichter, die ich zurzeit so habe, die wollen wahrscheinlich selber mitspielen und ein bisschen für Prag üben. Aber ich werde es schon hinbekommen, dass ich da Leute mit an Bord habe. Jo, und dann ist es schon soweit, die Woche drauf. Weißt du, jetzt Prag, wie letztes Jahr, 3 Tage. Ich freue mich drauf, es wird auf jeden Fall schön, die ganzen Leute zu treffen. Und was wollte ich sonst? Ach ja, die Richtlinien, ja. Ich bin mal gespannt, wie die das umsetzen mit diesen straffen Richtlinien, dass man keine Getränke mit reinnehmen darf, dass man nur in dem Jutebeutel und der Deckbox da reinstiefeln darf und tauschen soll woanders und so. Vor allem für die Raucher unter euch, da kam mir so der Gedanke auf, na wie ist denn das? Muss ich dann jedes Mal in Spind rennen und mir meine Zigaretten holen, nur weil ich in der Pause meine rauchen will? Und habe ich dann jedes Mal eine Taschenkontrolle, wenn ich wieder rein will? Wäre extrem nervig. Mal gucken, wie sie es umsetzen. Aber ich denke mal, sie haben ein bisschen überreagiert mit den Richtlinien und werden das dann spätestens ab Sonntag wieder ein bisschen entschärfen, wenn sie merken, hier sind, laufen doch keine Terroristen rum, sondern einfach nur Yugi-Spieler. Mal gucken, was das wird. Das wird auf jeden Fall interessant. Jo, dann zu den Preisen. Die Mega-Monarchen sind auch nicht im Deck drin, leider. Genauso wie der Kuras. Deswegen der Kuras, den habe ich damals schon genannt, der ist schon gut gestiegen. Der Kaios und der Zarbok machen es jetzt nach. Kaios von 5 auf 15 und Zarbok von 1 auf 5. Ja, naja, wenn die sich durchsetzen und das Deck allgemein erfolgreich wird, wovon noch nicht jeder ausgeht, dann werden die vielleicht noch ein bisschen weiter steigen. Blöd für euch, blöd für mich, aber ja, ich denke mal, die Monarchen spielen wollen, das schon länger planen, haben sich die Karten schon ganz günstig rangeholt. Eure Meinung dazu, wird das Monarchendeck in nächster Zeit irgendwas reißen oder eher nicht? Ist Pepe da trotzdem noch dominanter gegenüber? Ich weiß, dass diese Spielfeldzauberkarte richtig gut sein soll gegen Pepe, weil sie da durch ihr Extra-Deck nicht benutzen dürfen. Da schränkt sie immens ein.
doch, ist es dann wirklich das super gute Deck jetzt in Prag? Wer weiß. Es gibt vor allem Antikarten dagegen. Es gibt Intercept, die aussagt, wenn ein Monster als Tribut beschworen wird, ist eine Konterfalle, kann man das Monster übernehmen. Und meiner Meinung nach kommt erst nach der Beschwörung dann der Summon-Effekt von Kaius oder Tessalos oder sonst wem. Das heißt, man würde das Monster übernehmen und dann den Effekt noch bekommen, an den Gegnern noch mehr Schaden damit. Wenn das so ist, wäre das ja mega gut. Ansonsten gibt es da Pulling the Rug, Maske der Beschränkung und allgemein eine Durchbruchsfähigkeit auf den Level 1er Krieger, der einen anderen beschwört, reicht meistens schon aus, um das Spiel erstmal ein bisschen zu blockieren. Ich sehe halt den Vorteil an den Konterfallen, dass sie mit Ariadne suchbar sind. Da kann man es vielleicht leichter integrieren in so ein Pepe-Deck als so eine Maske der Beschränkung zum Beispiel. Aber so viel dann zu den Monarchen erstmal. Dann habe ich noch andere Sachen. Unser Burning Abyss VS Paper Spiel aus Halle hat mittlerweile um die 950 Aufrufe. Das heißt, es gibt echt noch viele Burning Abyss Anhänger, die sich informieren, wie es gegen Pepe schlägt. Würde ich jetzt mal rausinterpretieren. Und schwupps habe ich auch diese Woche wieder einen Haufen Burning Abyss Kram verkauft. Skarm, Kraft, Seer, aber auch der Tragik ging mittlerweile, glaube ich, 13 Mal raus die Woche. Ist auch gut jetzt gestiegen von dem Euro auf 2,50 circa. Und ja, erzählt mir mal, ist Burning Abyss bei euch noch so beliebt? Also ich sehe davon gar nichts. In Halle hat man eins, in Berlin hat man glaube ich zwei zum HDK. An dieser Stelle übrigens Glückwunsch an den Kosmos-Spieler, der sich gegen 7 weitere Pepe in den Tops durchgesetzt hat. Wahnsinnsleistung, hat glaube ich keiner so erwartet, dass Cosmo da gewinnen wird. Und mein Beileid an den Zweiten, der irgendwie immer nur Zweiter wird. Aber gut, trotzdem schöne Leistung, Herr Urbricht. Jo, und die Leute, die kein Pepe spielen können, die suchen immer nach Alternativen. Und Flatgates sind da immer beliebt. Die Rivalität zum Beispiel geht mittlerweile immer für 1,150 raus. Und Gozen Match ähnlich. Dann gibt es natürlich noch Mystic und Emptiness. Aber darüber will ich jetzt nicht reden. Ich finde eher Gozen Match besser, also in manchen Decks wie Stellar Knights oder Infernoids, als die Rivalität, weil Rivalität bringt nicht so viel gegen Pepe. Die spielen halt Hexer und Drachen und meistens können sie die Rivalität umspielen. Ja, das sind halt so günstige Alternativen, um irgendwas gegen Pepe zu machen. Dann hat Max letztens ein Video zu dem neuen Blue Eye Support gebracht, was in Shining Victories in der April-Mai-Edition, kurz vor der DM-EM, erscheinen soll. Was ich übrigens richtig cool finde, dass das Deck ein bisschen gepusht wird. Und die Preise sind auch gleich rasant angestiegen. Gut, Blue Eyes war schon immer ein paar Euros teuer, aber jetzt mittlerweile 7 Euro und 8 Euro für die aus dem Starter-Deck, wo der Starter-Deck damals gerade mal 10 Euro gekostet hat, ist schon wahnsinnig. Allerdings muss man so ein Blue Eyes auch erstmal im guten Zustand finden. Und ja, mal gucken, ob das Deck dann zur DM irgendwas reißt. Oder ob es eher ein Fun-Deck bleibt mit vielen Beast-Decks. Ein anderes Deck, was zurzeit beliebt wurde, ist das, ich sag mal, Synchro-Zombie-Deck mit 3 Omegas und sonst was und Instant Fusion und den Uni-Zombie und was es da mittlerweile alles gibt. Da ging jetzt der Mitsuki auch von 50 Cent auf 2 Euro hoch. Und der Goblin Zombie in Secret auch nur noch weniger auf dem Markt, da waren vor 3 Wochen noch 3-mal so viel da. Auch von 2 Euro auf 5, 6 Euro schon hoch. Weil es halt irgendwie doch ein Deck ist, was man jetzt öfters mal so aus Spaß aufgebaut hat und auf den Turnieren sogar sieht. Aber erfolgreich war es halt leider hier noch nicht. Weiß nicht, ob so ein AOG-Event mal war, wo es erfolgreich war. Oder wo die Leute jetzt auf einmal auf den Gedanken kommen. Dann sollen ja halt irgendwann noch die 2 Pendulum Crystal Beasts kommen. Und da habe ich mir gleich mal die Werte angeguckt von den alten 2 Karten, die man dann so wahrscheinlich braucht. Den Sucher davon, den Saphir Pegasus, der ist auch von 2 auf 4, 5 Euro hoch. Und der Seltenheitswert wurde jetzt auch oft gekauft, von 50 Cent auf 2,50 mittlerweile hoch. Na gut, 2 Euro, auch schon ordentlich. Aber es wird wahrscheinlich nur ein Fun-Deck bleiben, wenn die 2 kommen, weil so stark waren die glaube ich gar nicht. Dann habe ich noch beim Kartenreinstellen gesehen, dass der Archfiend Zombie Skull nur noch 12-mal auf dem Markt verfügbar war. Und ich hatte den reingestellt für 3,95, schwupps, nach einer halben Stunde war der gleich wieder raus. Wozu braucht man den?
keine Ahnung, spielt man denn in dem Zombie-Deck oder ist es einfach eine Sammlerkarte, die nicht oft auf dem Markt ist? Und wenn man so gucken, deutsche Anbieter mit guten Zuständen, Deutsch, Englisch, gar keiner vorhanden. Das ist Wahnsinn. Sieht man so selten bei Boosterkarten. Gut, Instant Proof, sie ist eine alte Edition, aber trotzdem muss es doch irgendwo noch Reststände davon geben. Klärt mich mal auf, was das soll mit der Karte. Jo. Und dann habe ich noch den Raiden, weil der Raiden irgendwie immer weggeht. Er geht immer weg für, also jedes Mal, wenn ich welche reinstelle, für 2 Euro, für 3 Euro, für 4 Euro, jetzt habe ich für 5 Euro hier drin. Vorhin wurde wieder einer gekauft für 5. Das ist Wahnsinn. Wo spielt man den denn? Also im Infernoid, klar. In Lightspawns, klar. In dem Zombie-Deck wahrscheinlich auch, damit man schneller ins Spiel kommt. Also der ist schon in so semi-guten Decks irgendwie immer zu gebrauchen. Aber da sehe ich auch noch kein Ende in Sicht. Wir haben teilweise hier 500 auf dem Markt gehabt, die sind so schnell weg. Ist halt eine gute Karte, um ins Spiel zu kommen bei Karten, die auf ihrem Friedhof basieren. Ja. Gut. Wie gesagt, ich bin jetzt fertig mit Holos reinstellen. Hat wieder 1,5 Wochen gedauert. Jetzt bin ich komplett fertig. Nächste Woche geht es an Rares reinstellen. Die übernächste Woche an Cummins. Guckt gerne mal rein, wenn ihr mal wieder was braucht. Ich habe gerade einiges vorrätig. Und das war's dann auch für diese Woche. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem hier. Ich hoffe, das kommt heute bei euch an. Gestern ging halt alles raus. Und ansonsten berichtet ruhig mal, wie die Monarchen bei euch abgingen. Und merkt euch die Termine. 13.02. Leipzig, 20.02. Halle und dann YCS Prag. Habt ihr hoffentlich schon günstig euch eine Unterkunft suchen können. Das steht nämlich dann auch noch am nächsten Monat. Ansonsten, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Habt viel Spaß.